Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Kristall und es ruft schon wieder Annetta. Ich weiß nicht, was mit dieser Frau los ist und ich bereue es zutiefst, ihr meine Nummer gegeben zu haben, dass sie mich seit neuestem jeden Part anruft. Hallo Annette schon wieder. Hi Miri. Annette, hallo, wie ist es dir ergangen? Oh, das musst du hören. Mein Radfratz ist so bezaubert, es kuschelt sich ständig an mich und wir besiegten vor geraumer Zeit ein wildes Remoreiten mit nur einem Schlag. Aber wir hatten Mitleid mit ihm. Okay, ich ruf später an. Klick. Hab Mitleid mit mir und ruf mich nicht an. Okay, ja, wir wollten gerade den Wald verlassen. So, hallo. Okay. Hier trainiere ich. Ja. Ich nicht. Doch, ich kämpfe gegen dich. Und er hat einen Weberack. Dass die alle so Pokémon haben, die sie auch wirklich haben könnten, ne? So langweilig. Was bist du denn für ein Typ? Ah, okay. Das war in Ordnung. Kaputt. Nein, schade. Hätte ja sein können. Und nochmal Schnabel. Ach. Wird nix. Das wird irgendwie nix. So. Boah, der hat wie viel Pokémon? Was ist los mit ihm? Ich beschleunige das dann mal. Och, ist Evoli süß. Hallo. Das ist Level 10. Und er hat noch einen Weberack. Toll. Toll für dich. Er hat noch einen Weberack. Es wird immer, immer besser. Es wird von Sekunde zu... Und ich bin vergiftet, scheiße. Besiegt von einem Passanten. Und ich bin fast Level Up sogar, aber... Ich weiß nicht genau, wie weit die nächste Stadt weg ist. Und außerdem habe ich 6 Gegengiftbären. Werde ich mal Pokémon erstmal heilen. So. Hier kann ich ein neues Pokémon fangen. Ich habe fast vergessen, aber doch nicht. Aber dann doch nicht vergessen. Keine Ahnung. Und da liegt Pokéball, das ist doch schön. Hallo? Komm schon, irgendwas Gutes. Ich will ein Evoli. Und dann entwickeln wir das zu Nachtara, bitte? Ich weiß schon, wie das heißt, wenn wir es fangen. Boah, die sind Level 12 hier. Was tust du? Nein! Was tut es da? Kriegt ihr das gerade mit, was es da tut? Es ist fies zu mir. Würdest du endlich mit deinem Charme aufhören? Das wird nicht... Ja, doch, das macht eine Menge Schaden. Ich beschleunige den Charme jetzt mal ein bisschen. Ja, mein Angriff sinkt immer noch stark. Dankeschön. Noch einmal. Okay. Jetzt hörst du wohl auf, die ganze Zeit sämtliche Statuswerte, vor allem sämtliche Statuswerte, das hängt ja nur mein Angriff. Was habe ich denn hier? Ein Turboball für schnelle Pokémon. Ich denke, Togepi ist kein schnelles Pokémon. Und ich fürchte, die Fangrate ist unter aller Sau von diesem Pokémon. Aber probieren wir es mal aus. Na? 1, 2, 3? Oh, gleich beim ersten Mal. Ich möchte ihm einen Spitznamen geben, ja. Und zwar tun wir jetzt so, als wäre das andere nie gestorben. Da wir das andere ja nicht mehr haben, kann ich das hier ja nochmal fangen. Es ist nie etwas passiert. Was? Unser Togepi war gestorben? Nein, keine Ahnung. Es lebt doch. ja. Ich hoffe, du freust dich, dass du wieder Togepi bist. So. Bist du ein Trainer? Hast du Lust auf einen Übungskampf? Nee. Eigentlich ja nicht. Aber ich habe keine Wahl, befürchte ich. Und sie schickt Rabauz in den Kampf. Süß oder so. Na gut. Keine Ahnung, was für ein Typ Rabauz ist. Ich habe schon dagegen gekämpft, aber was effektiv... Witzigerweise ist Flug tatsächlich effektiv gegen das Pokémon. Interessant. Tschüss.
Und Level Up. Für Marius. Glückwunsch. Hypnose. Oh, ja. Ich denke, wir behalten Hypnose und tun dafür... Ich hasse Gesichter. Allein der Name, ich finde ihn seltsam. Fand ich schon immer seltsam. Deswegen tschüss Gesichter, hallo Hypnose. Und noch ein Rabauz. Das ist doch schön. Warum sollte ich jetzt was anders machen? Ich mache weiter einen Schnabel. Und einen Tackle, damit wir nicht so viel Schnabel verbrauchen. Und noch ein Rabauz. Nein, ein Bisasam. Okay. Hallo Bisasam. Ich habe was viel cooleres. Wer will schon Bisasam, wenn man ein cooles Pokémon haben kann, im Gegensatz zu Bisasam. Na? Boah, wie wenig Schaden das nur gemacht hat. Machen wir mal einen Zerschneider, der kriegt ja Step im Gegensatz zu den... Wobei Kopfnuss ist auch normal, oder? Das heißt, ich kriege auch auf Kopfnuss Step. Oder? Ja, tatsächlich. Ha, sehr schön. Oh, macht das keinen Schaden. Das tut mir aber leid für dich. Und tschüss. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen. Ja, so wie du kämpfst, das nehme ich dir sofort ab. Boah, wie weit ist es denn noch? Ich glaube, ich muss aber ein anderes Pokémon nach vorne tun oder ich muss das hier heilen, aber... Ich tue einfach was anderes nach vorne. So, hallo. Nächster Typ. Ja, lauf mal schneller. Ich bin der Pokémon-Experte in meiner Klasse. Kämpfe ich gerade gegen kleine Kinder. Das tut mir ein bisschen leid, ne? Hallo. Hallo, Lorenz. Auch mit einem Goldini. Schön oder so. Solange er kein Glurak hat, ist ja alles gut. Eigentlich. So. Gut. Was auch sonst. Boah, das macht nicht sehr viel Schaden. Aber es ist verbrannt. Aber ich denke, ich werde es jetzt rauswechseln. Aber gegen was? Die beiden sind anfällig gegen was für Attacken? Wasserattacken, kein Goldini. Ja. Das hier ist... Ich denke, wir nehmen das hier. Das Typ Normales macht ihm ja nicht wirklich irgendwas viel Schaden. Ja, sag ich doch. Und die Verbrennungen sind schön. Oh nein, es kann super schaden. Was ist los mit ihm? Nein. Brenn. Das finde ich nicht gut. Es scheint wohl eine ziemlich hohe Verteidigung zu haben, unser Tragotto. Und es trifft. Yes. Der nächste Brand sollte reichen. Yay, tschüss. Und Snowball. Ja, ich denke, ich wechsle. Ich denke, das macht Sinn. Die sind aber auch schon Level 12. Das ist gar nicht... Da bin ich gar nicht mehr so weit drüber eigentlich. Dass das hier immer noch nur eine Angriffsattacke hat und der Rest ist alles irgendwie sowas Passives, ne? Ah, was ist das für ein Typ? Okay, wir wechseln. Und zwar würde ich sagen zu Baloo. Probieren wir es mal mit einer Feuerattacke. Wenn Pflanze nicht hilft, vielleicht hilft der Feuer. Von einem Extrem ins andere eben. So, einmal Feuer. Vielleicht... Ist das ja gut? Boah, das ist auch nicht gut. Das ist auch nur normal effektiv. Flug vielleicht? Ist es vielleicht Typ Flug? Ich weiß, ich kann nur raten. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt frustrierend. Nein, es gibt noch bessere Trainer. Clever, hast du selbst mitgekriegt. Wo bin ich denn? Pension. Wir ziehen deine Pokémon für dich auf. Ach so. Ach so. Das machen wir später. Später. Du wirst nicht kämpfen. Gut. Boah, wie weit sieht der mich denn? Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich überzeugen? Bodo. Bodo hat ein Endivir. Cool, hatte ich auch, bis es sich entwickelt hat. Endivir ist Kampf und Boden. Da werden wir mit Blut nicht viel anrichten. Nee. Schade, ich hatte gehofft, das wäre ein bisschen mehr. Kampf und Boden, das heißt, ich müsste Flug einsetzen.
Aber das hat nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel Dingenskirchen, ja. Okay, machen wir das. Oh nein, kein Reflektor. Das ist eine blöde Attacke. Boah, das macht gar keinen Schaden. Und das hat mich schon fast down. Schau mal, wie viel das mich... Wie viel... Boah, krass. Krass. Was lasse ich denn dafür ein? Das hier? Das macht mich ganz schön fertig, das blöde Indivier. Sollte man nicht meinen, ne? Wirf mal deinen Knochen drauf, okay. Ah nein, das ist Gesteinkampf. Ach, warum nenne ich denn immer das Bodenkampf? Das macht ganz schön viel Schaden. Und die Attacke hat diesmal ganz schön viel mehr Schaden gemacht als vorhin. Das war doppelt so viel, oder? Habe ich falsch trainiert? Du hast nur ein Pokémon. Ich denke, das ist der größere Fehler. Mein Freund, ich bin in Dukatia City. Schön. Wir gehen das erstmal heilen. Ich glaube nämlich, ich habe unten den Trainer vergessen. Ja. Du wirst nicht kämpfen, oder? Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Ich hoffe, ich bin kein verdächtiges Individuum. Aber sonst hätte er mich sicher angegriffen. Hier, den hier hatte ich, glaube ich, nicht. Genau. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Okay. Sehen wir mal nach. Und er hat ein Macholo. Ha! Loser! Wahrscheinlich werde ich jetzt von dem Macholo auseinandergenommen. Ich sehe es schon, ne? Ich mache mich lustig über ein Pokémon und dann tötet es mein ganzes Team. Okay. Das macht durchaus ein bisschen zu viel Schaden. Ah, es ist verbrannt. Yes. Es darf halt nicht critten, sonst habe ich ein... Oder das darf auch nicht passieren. Okay. Was schicke ich denn rein? Wer hat denn viele KP? Wer? Jetzt schicken wir das Normal-Pokémon rein. Ich hab immer sehr gute Ideen. Du bist Elektro auch, nicht wahr? Dann kommst du rein. Oh, daneben gegangen und verbrannt. Als Strafe dafür, dass es daneben gegangen ist oder so. Es macht echt nicht viel Schaden, was ich hier da drauf einsetze. Okay. Level 16 für Balui. Aber leider keinen anderen Level up. Warum muss es auf diese Weise enden? Das weiß ich auch nicht, mein Freund. Was ist denn in Dukatia City? Ich weiß es nicht. Das Ei holen wir nächste Folge ab, würde ich sagen. Da gibt es doch das Ei. Das Kurios-Ei. Oder sowas in die Richtung. Ich möchte nämlich eigentlich gerne speichern, bevor ich das abhole, dass wir vielleicht ein Shiny bekommen. Der Radioturm. Ach, der Radioturm. Natürlich ist hier der Radioturm. Was gibt's hier? Dein Spielplatz. Du Kater, sind die Spielhalle. Ist das... Genau, das ist die Stadt mit dem Untergrund. Ich muss mich immer ein bisschen orientieren, wo ich mich gerade aufhalte. Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Bills Nummer, yes. Hallo, dankeschön. Vielen lieben Dank. Oh, du sammelst Pokémon. Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er wurde gerade in das Pokémon-Center von Teak City gerufen. Mein Mann ging in die Spielhalle, ohne angerufen zu werden. Was? Was hat sie gesagt? Ich habe nicht so ganz verstanden, um was es ging, aber okay. Ich hatte an den Automaten kein Glück bei mir, bla 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 bla. Okay, im Untergrund bekomme ich einen Münzkorb. Ich habe meinem Pokémon Blizzard beigebracht. Das hat zwar bla bla bla. Das hat zwar bla bla bla. Ja. Spielhalle halt wie immer. Langweilig. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaut unbedingt morgen wieder vorbei. Und bis dann, macht's gut und tschüss.